Willkommen auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns die Firma Kimberly Clark an. Ist die Kimberly Clark Dividende sicher? Zweites Quartal 2019 Update. Kimberly Clarks Geschäftsmodell. Kimberly Clark ist ein globales Konsumgüterunternehmen, das in 175 Ländern der Welt tätig ist. Zu den wichtigsten Marken des Unternehmens gehören Huggies, Pull-Ups, Kleenex, Scott und Cottonelle. Kimberly Clark hat eine Marktkapitalisierung von 45 Milliarden US-Dollar und einen Jahresumsatz von über 18 Milliarden US-Dollar. Kimberly Clarks Geschäftsmodell. Tatsächlich hat das Unternehmen seine jährliche Dividendenzahlung in 47 aufeinanderfolgenden Jahren erhöht. Aus diesem Grund qualifiziert sich Kimberly Clark als Mitglied der Dividendenaristokraten, einer exklusiven Gruppe von Dividendenaktien mit mehr als 75 Jahren kontinuierlicher Dividendenerhöhung. Kimberly Clark ist nur noch 3 Jahre davon entfernt, Mitglied im Dividenden King Index zu werden. Eine Gruppe von noch exklusiveren Aktien mit über 50 Jahren Dividendenerhöhung. Wie bewerten wir die Dividendengarantie von Kimberly Clarks? 4 Punkte haben wir da. Gewinn, Free Cashflow, Rezessionsjahr und Schuldenlast. Kimberly Clarks Dividendengarantie im Verhältnis zum Gewinn. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2019 erwirtschaftete Kimberly Clark ein bereinigtes Ergebnis pro Aktie von 1,67 US-Dollar, das im Vergleich zu den 1,59 US-Dollar des bereinigten Ergebnisses pro Aktie im Vorjahreszeitraum positiv ist. Im Rahmen dessen zahlt Kimberly Clark derzeit eine vierteljährliche Dividende von 1,03 US-Dollar pro Aktie, was eine Ausschüttungsquote von 62% im letzten Quartal bedeutet. Kimberly Clarks Dividendengarantie im Verhältnis zum Gewinn. Über einen längeren Zeithorizont betrachtet ist unsere Schlussfolgerung die gleiche. Kimberly Clark erwirtschaftete im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2019 ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 3,33 US-Dollar. Das Unternehmen schüttete im gleichen Zeitraum 2,03 US-Dollar Dividende für Stammaktien aus, bei einer Dividendenausschüttungsquote von 61% im gesamten Geschäftsjahr. Kimberly Clarks Dividendengarantie in Bezug auf den Free Cashflow. Kimberly Clark erwirtschaftete im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2019 einen Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 609 Millionen US-Dollar und gab im gleichen Zeitraum 253 Millionen US-Dollar an Investitionen aus und überbleibt ein Free Cashflow von 356 Millionen. Das Unternehmen schüttete im gleichen Zeitraum 355 Millionen US-Dollar an Dividenden auf Stammaktie aus, was einer Ausschüttungsquote von fast 100% entspricht. Über längeren Zeithorizont betrachtet ist die Payout-Ratio des Unternehmens deutlich höher. Kimberly Clark erwirtschaftete im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2019 einen Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit von 926 Millionen US-Dollar und gab 569 Millionen US-Dollar für Investitionen aus und überbleibt ein Free Cashflow in Höhe von rund 357 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen schüttete im gleichen Zeitraum 700 Millionen US-Dollar an Dividende an Stammaktien aus, was einer Ausschüttungsquote von 196% entspricht. Hier sehen Sie die Übersicht, dass die Gewinne in Rezessionsjahren weniger wurden, aber sie wurden dann wieder besser. Kimberly Clarks Dividendengarantie in Bezug auf die Schuldenlast. Am Ende des zweiten Quartals Geschäftsjahr 2019 hatte Kimberly Clarks 8 Milliarden US-Dollar ausstehende Schulden. Das Unternehmen erwirtschaftete im letzten Quartal Zinserwendungen in Höhe von 67 Millionen US-Dollar bei einem gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 3,4%. Fazit: Vielen Dank, dass Sie das heutige Video angeschaut haben und hoffe, Ihnen einen tieferen Einblick in die Dividendengarantie von Kimberly Clark übermittelt zu haben.